Der frühere Präsident der spanischen Region Katalonien, Carles Puigdemont, ist auf der italienischen Insel Sardinien festgenommen worden. Offenbar soll ein italienisches Gericht noch heute über seine Auslieferung nach Spanien entscheiden. Zu einigen juristischen Fragen in dem gesamten Fall gibt es Streit. In mehreren Städten, wie hier in Barcelona, protestierten zahlreiche Menschen gegen Puigdemonts Festnahme. Der im Exil lebende Politiker wird wegen seiner Beteiligung am gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens im Jahr 2017 gesucht. Nach einer gescheiterten Unabhängigkeitserklärung und Puigdemonts Absetzung durch die Zentralregierung in Madrid ging er nach Belgien ins Exil, um der Strafverfolgung in Spanien zu entgehen. Die Regierung will ihm den Prozess wegen Aufruhrs und Veruntreuung öffentlicher Gelder machen.